Ich darf Ihnen nun den zweiten Gastredner vorstellen, und das ist kein geringerer, der Herr Präsident hat es vorher schon angekündigt, als Professor Dr. Klaus von Klitzing, der 1985 den ungeteilten Nobelpreis für Physik erhalten hat, für die Entdeckung des quantisierten Hall-Effekts. Er ist Mitglied zahlreicher Akademien, auch der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, und Inhaber von 14 Ehrendoktortiteln. Es ist uns eine große Ehre, dass Sie heute da sind. Wir freuen uns sehr auf Ihren Gastvortrag. Ja, hochverehrte Festversammlung, aus dem Programm wissen Sie, dass wir jetzt zum zweiten Vortrag kommen und zum letzten Redebeitrag, dann sind Sie erlöst. Also hier Vortrag Eichwesen, und Sie haben auch schon gehört, dass vor 100 Jahren zwei Organisationen zusammengeführt wurden, und zwar einerseits das Vermessungswesen, das ist ja die Mutter eigentlich des BEVs, die hat ja schon 200 Jahre Feier hinter sich gehabt jetzt, und die Zusammenlegung mit jetzt dem Normaleichungskommission im Oktober 1923, das ist die Ursache für unsere Festveranstaltung heute. Nun, ein Kuchen zum 100. Geburtstag. Und das zeigt schon eigentlich alles, was ich Ihnen heute erzählen werde. Denn das Wichtigste, das haben Sie im ersten Film schon gesehen, sind die SI-Einheiten. Da vorne, ja, das kann man schlecht sehen, die Basiseinheiten unseres Messsystems. Und für einen Nichtwissenschaftler ist es vielleicht erstaunlich, dass alles, was wir messen können, in der Biologie, in der Chemie, in der Astrophysik, auf diese Basiseinheiten zurückgeführt werden kann. Und die müssen natürlich stimmen, damit der Handel funktioniert, damit die Informationen funktionieren. Die Amerikaner hatten ja mal Pech gehabt, die hatten mal mit Inch und Zentimeter gemessen und dann ist ein Satellitenprogramm gescheitert. Also es ist schon wichtig, dass alle dasselbe Maßsystem haben. Nun, der wesentliche Teil wird also sein, und das ist mein Vortrag heute, unsere neuen SI-Basiseinheiten. Wir haben neue Einheiten und hier haben wir auch ein Bild von einem Kilogramm. Und das BEV sichert den Wirtschafts- und Lebensraum Österreich durch die Bereithaltung international anerkannten Messnormale als Grundlage für messtechnische Infrastruktur Österreichs. Also Sie sind dafür verantwortlich, dass wir diese Basiseinheiten auch wirklich gut genau repräsentieren können. Und wie gesagt, seit 20.05.2019 haben wir ein neues Kilogramm. Die meisten denken, oh, das Kilogramm ist dieser Metallklotz. Aber keine Angst, also Ihr Goldbarren im Keller oder Ihr Müsli auf dem Teller hat das genau dasselbe Gewicht gehabt an dem Tag, als diese Umstellung stattfand. Also hat sich in unserem täglichen Leben nichts geändert, aber wir haben jetzt ein besseres Basiseinheitensystem seit 2019. Das ist fantastisch, und ich habe Glück gehabt, da mein Beitrag zur größten Revolution seit der Französischen Revolution in der Messtechnik, da sehen Sie, auf diesem Kuchen irgendwas mit RK, H durch E Quadrat, darauf komme ich noch zu sprechen. Das ist meine Entdeckung im Jahr 1980, die zum Nobelpreis geführt haben. Und die hat einen Beitrag zu diesen Revolution für diese neuen Basiseinheiten geschaffen. Und zwar gab es dann diesen Nobelpreis. Und heutzutage ist in dieser Gleichung, die wir angegeben haben, RK, H durch E Quadrat, H ist die Planck-Konstante, ist eine Naturkonstante, und das Kilogramm wird heutzutage auf eine Naturkonstante zurückgeführt. Und ich möchte Ihnen ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie diese Entscheidung getroffen wurde. Nun, Nobelpreis habe ich gekriegt, es wurde erwähnt, Quanten-Hall-Effekt. Was ist denn das? Ich werde Ihnen keinen Vortrag halten über den Quanten-Hall-Effekt, aber wenigstens erklären, was das Endergebnis ist. Endergebnis ist, Sie stecken einen Strom durch irgendeine Probe, messen dann Spannung, und das Ohmsche Gesetz haben vielleicht noch einige in Erinnerung, U gleich R mal I, R ist der Widerstand. Und wenn man bei diesem Experiment diesen Widerstand misst, kommt immer dasselbe raus. Da kommt unter diesen Quanten-Hall-Bedingungen immer dieser Wert H durch E Quadrat raus. H, Planck-Konstante, E, Elementarladung, immer 25.812,807 und so weiter Ohm. Kann man nicht ändern, überall auf der Welt kann man genau diesen messen.
Nun, das muss eine besondere Probe sein. Da müssen sogenannte zweidimensionales elektronisches System, also zweidimensional, die Elektronen müssen sich nur in einer Ebene bewegen. Und ich brauche ein starkes Magnetfeld. Das sind die beiden Ingredients für die Beobachtung dieses Quanten-Hall-Effektes. Aber man kann verschiedene Materialien nehmen, verschiedene Größen, alles Mögliche. Überall in der Welt kann man das heutzutage auf 10 Stellen genau reproduzieren. Und das ist natürlich interessant für die Metrologie. Also ein sehr genauer Naturwiderstand, weltweit mit einer Genauigkeit von 10 Stellen herstellbar. Und wie gesagt, Planck-Konstante, Elementarladung sind die Basis für diesen Quanten-Hall-Effekt. Aus der Schule haben sie gelernt, Widerstände kann man jeden Wert herstellen. Die Länge des Drahtes, das Material des Drahtes, Querschnitt und so weiter. Und da gibt es Fehler, man ist normalerweise zufrieden, wenn man 10% Fehler hat. Aber wie kann es denn sein, dass man einen Normalwiderstand hat? Sie können heute sowas kaufen. So ein Quanten-Hall-Effekt, wenn Sie 1 Million übrig haben, dann können Sie das sich in den Keller stellen und haben ein Primärnormal im Keller. Immer genau 25.812,807 Ohm können Sie sich herstellen im Keller. Nun, bis zu meiner Entdeckung haben fast alle Eichämter Drahtwiderstände genommen. Da waren spezielle Drahtwiderstände, die hatten im Ölbad genau bei der Temperatur konstant gehalten. Bloß Drahtwiderstände verändern sich mit der Zeit. Da ist Verspannung im Draht drin. Und hier habe ich ein Beispiel, wie ich in Brasilien war, haben sie mir gezeigt, oh ja, wir hatten diesen Drahtwiderstand, der unten links ist. Und jede 2 Jahre sind nach Paris gefahren. Wir sind ja die offiziellen Hüter, unser normale. Und da haben sie verglichen und haben festgestellt, okay, unser Drahtwiderstand, der wächst kontinuierlich mit der Zeit an. Also da haben sie hier Messungen von 1997 bis 2013 gemacht. Haben sich gefreut, also von Brasilien, jede 2 Jahre konnte man nach Paris fahren, um diese Messungen durchzuführen. Nun kam meine Entdeckung. Was für ein Pech. Da haben sie selber mal gemessen, Kalibrierung mit dem Quanten-Hall-Effekt und sind genau auf dieser Kurve gelandet und seitdem dürfen sie nicht mehr nach Paris fahren. Das heißt also, das sind die negativen Effekte, wenn sie jeder zu Hause sich jetzt die Primärnormale selber realisieren können. Nun, meine Nobelpreisentdeckung war unerwartet. Ich mache auch ein bisschen Reklame für Grundlagenforschung. Denn ich habe was ganz anderes eigentlich im Sinne gehabt. Ich wollte mikroelektronische Bauelemente verbessern. Ich habe von Siemens habe ich dann Transistoren bekommen, die wollte ich kleiner machen, die wollte ich schneller machen, wollte wissen, wie die Elektronen sich da drin bewegen. Und bei diesen Experimenten war diese unerwartete Entdeckung von diesem Quanten-Hall-Effekt. Das ist das Bauelement, an dem ich diese Messung gemacht habe und wo ich in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 1980 experimentell etwas gesehen habe, was eben unerwartet war und damit etwas Neues entdeckt habe. Und ich zeige gerne meine Entdeckung dieses Quanten-Hall-Effektes. Einige lachen schon, Sie kennen das Bild in Grenoble. Ich war als Postdoc in Grenoble, als Wissenschaftler, keine Stellung, ein Heisenberg-Stipendiat, wusste gar nicht, wo man irgendwo mal landen wird. Aber man war immer optimistisch eigentlich, wenn man gute Experimente macht, wenn man gute Resultate hat. Und in dieser Nacht habe ich eine Messung gemacht und hier ist das Bild. Da sieht man sofort, dass es in Frankreich ist, in Grenoble. In Côte d'Iron und Baguette und etwas Käse. Gut, ich meine, das Bild, das wurde 5 Jahre nach dieser Messung gemacht. Als sie den Nobelpreis bekommen haben, haben die Journalisten gesagt, wir brauchen unbedingt ein Bild. Aber das ist die Wahrheit. Wir haben immer um Mitternacht, haben sie alle Wissenschaftler, die sie noch getroffen haben, haben dann einen kleinen Imbiss gemacht. Und da, Rotwein ist kein Alkohol in Frankreich. Also Alkohol ist verboten im Labor, aber nicht in Frankreich. Und was Sie da eben niedergeschrieben haben, das ist jetzt im Deutschen Museum hinterlegt, da ist eben diese entscheidende Gleichung, die da steht, U gleich RK mal E. Der Widerstand, dieser fundamentale Widerstand. Und das ist jetzt heutzutage der Begriff H durch E Quadrat, die von Klitzing-Konstante. Also das ist die höchste Auszeichnung, dass der Nobelpreis gar nichts, eine Konstante zu haben. Es gibt ja viele Konstanten. Schon 300 Jahre bevor ich geboren wurde, hat der Newton seine Konstante bekommen, Isaac Newton, dann Avogadro-Konstante, Boltzmann-Konstante, Planck-Konstante. Und wann die gelebt haben, ganz unten sehen Sie eine
die noch nicht gestorben sind, Brian Josephson und ich. Und wir sind die einzigen lebenden Konstanten noch. Und ich habe ein Bild gemacht. Wir haben ja jedes Jahr in Lindau das Treffen der Nobelpreisträger. Und da habe ich mal die beiden lebenden Konstanten hier. Und Brian Josephson hat fast genau das Gleiche. Er war früher noch dran. Und das ist auch ein ganz wichtiger Effekt. Er hat eine Quantenspannung, Quantenvolt entdeckt. Auch, wo diese Kombination von Planck-Konstante und Elementarladung eine Rolle spielt. Also er hat eine Spannung als Theoretiker gefunden. Ich habe experimentell einen Widerstand gefunden, die nur auf Konstanten, auf Naturkonstanten beruhen. Und das sind diese beiden Größen, Josephsons Konstante 2e durch h und meine Konstante h durch e². Und beide haben wir dafür einen Nobelpreis gekriegt. Also da lohnt sich schon. Die Metrologie ist ein schönes Gebiet, wo man eigentlich auch Nobelpreise kriegen kann, weil sehr fundamental gearbeitet wird und gerade in der Präzisionsmesstechnik, da muss man wirklich alles hergeben, um an der Front zu sein. Und da gibt es viele, viele interessante Entdeckungen. Nun etwas zu der historischen Entwicklung. Ich war selber erstaunt. Frankreich 1790, 250.000 unterschiedliche Maßeinheiten. Da habe ich ein paar aufgeschrieben. Und dann jede Stadt hatte was anderes. Livre, Marseille hat 399 Gramm, Montpellier 394, Toulon 465, Toulouse 413. Das war ein Chaos. Oder Körner. Körner wurden überall in der Welt gerne als Grundlage für Maßeinheiten verwendet, weil die ja alle so identisch aussehen. Und da finden sie überall Reis mehr im Asiatischen. Wir haben Gerste, andere Kornarten gehabt. Und ein englisches Grain war zu der Zeit 64 Gramm, ein französisches 53, ein deutsches 65 Milligramm. Also wie soll man dann internationalen Handel betreiben? Nun, vielleicht wissen die wenigen Damen, die hier auch sind, es gibt heutzutage noch eine Maßeinheit auf dem Samenkorb der Johannesbrotbaums. Das ist die Maßeinheit des Karats. Die hat sich noch bis heute erhalten. Das war eben der Standard für eine Masseeinheit, die sich bis heute erhalten hat. Hier in Wien, Stephansdom, Leinenelle, jeder hatte seine eigene Elle gehabt und fast in allen Rathäuser, Kirchen, finden Sie irgendwie einen Bezug zu solchen Maßeinheiten, weil jede Stadt natürlich ihre eigenen Maßeinheiten hatten. Nun, während der Französischen Revolution hat die Akademie der Wissenschaften den Auftrag gehabt, universelle Einheiten zu fördern, für alle Zeiten, für alle Kulturen. Das ist also unser Beginn unseres modernen Messsystems. Und als erstes wollten sie das metrische System einnehmen. In Babylon wurde das 60er-System, Sie kennen vielleicht noch 60 Eier, Schockeier oder 12, war ja die magische Zahl, weil die sich schön durch 2, 3, 4 teilen kann, einen Tag teilen. Also das Maßsystem war nicht das 10er-System, das war die erste Revolution. Das metrische System wurde zu dieser Zeit eingeführt. Und die Wissenschaftler, die da beteiligt waren, sagten, oh, wir machen einen ganz großen Wurf, auch ein Tag hat 10 Stunden, eine Stunde hat 100 Minuten, eine Minute hat 100 Sekunden. Das ist natürlich schon ein bisschen schwierig. Die Uhrmacher hatten solche Uhren. Neue Zeit wäre 2.88 Uhr, die alte Zeit 6.55 Uhr. Es gab Proteste. Sie wissen ja, in Paris demonstriert man ja gerne, wenn irgendwie eine Änderung ist. Und die hatten auch Angst, dass sie länger arbeiten müssen, wenn die neue Uhrzeit eingeführt wird. Das ist das einzige System, wo sich nicht das 10er-System durchgesetzt hat. Und es wurde für ein paar Jahre wurde es offiziell definiert, aber Napoleon hat es 1806 wieder abgeschafft, weil einfach die Akzeptanz nicht da war. Und die Metrologie ist ja eigentlich immer eine Sache, die auch die Akzeptanz haben muss. Die Metrologie, auch diese Messtechnik, was ich Ihnen nachher erzählen werde, ist kein theoretisches Modell, sondern nur für die praktische Anwendung der Industrie ist die Basis eigentlich. Es gibt bessere theoretische Modelle, die man entwickeln könnte, aber die sind abgekoppelt von unserer Realität. Nun, Sie kennen die meisten noch von der Schule die Empfehlung der Französischen Akademie, ein Urmeter, das Urkilogramm, ein Meter sollte der 10-millionste Teil des Erdmeridian-Quadranten sein und ein Liter Wasser, überall war Wasser auf der Welt, das wäre die Bezugsgröße für ein Kilogramm. Bloß das in der Praxis zu realisieren, diese Messungen sind natürlich sehr aufwendig. Schon ein Liter Wasser. Wasser ist sehr kompliziert, sind Verunreinigungen drin, man muss auch die Dimensionen messen. Hat man sich geeinigt, wir stellen Prototypen her, die möglichst nah an dieser Definition sind, aber offiziell sollten diese Prototypen Verwendung finden.
Aber es hat noch sehr lange gedauert, bis 1875, ehe das weltweit akzeptiert wurde. Und das ist diese Metakonvention. Heutzutage spielt der 20. Mai eine ganz wichtige Rolle, weil das die Metakonvention 1875 war. Und deswegen wurde auch am 20. Mai 2019 diese neue Basiseinheiten eingeführt, weil das dieser Weltmetrologietag ist. Und hier ist das Reichsgesetzblatt, wo drin steht, seine Majestät, der deutsche Kaiser, seine Majestät, Kaiser von Österreich und König von Ungarn. Die 17 Länder sind zusammengekommen, um zu unterschreiben, vom Wunsche geleitet, die internationale Einigung und die Vervollkommnung des metrischen Systems zu sichern, beschlossen sie, zu diesem Berufe einen Vertrag abzuschließen. Da es also französisch ist, ist Allemand natürlich an Nummer 1 und Österreich auch ziemlich am Anfang dieser Liste von Leuten, die das unterschrieben haben. Zur Vorbereitung dieses Ereignisses 1875 sollte natürlich jede Delegation, jedes Land eine Kopie kriegen vom Urmeter, vom Urkilogramm, damit sie zu Hause das zeigen können. Das ist nun der Weltstandard. Hier haben wir ein Bild, wo sogar der Präsident von Frankreich bei dieser Schmelzprozedur dabei war, damit jedes Land dann sein Kilogramm bekommen konnte. Und in Österreich haben sie das Kilogramm Kopie Nummer 49. Ich habe hier ein Bild, die deutschen Kilogramm. Sie haben, die Bayern sind ja nicht mehr selbstständig, die mussten ihr bayerisches Kilogramm abgeben dann. Also, und da haben wir das als Basis gehabt für unsere Kilogramms. Es gibt aber Probleme, wenn man diese ganzen Kopien, die kommen ab und zu mal nach Paris wieder und eichen das gegen dem Urkilogramm, das offizielle Groß K. Und dann stellt man fest, es gibt Abweichungen. Es gibt Differenzen. Es gibt dann vielleicht Oberflächenveränderungen. Es gibt Ausdiffusionen von Gasen, die in der Schmelze drin waren. Sind nicht stabil. Es gibt auf jeden Fall Unterschiede zwischen den verschiedenen Kopien. Das heißt also, das eine Land und das andere Land hat im Prinzip zu Hause ein anderes Kilogramm. Das beunruhigte eigentlich schon die Community. Und haben sich überlegt, können wir irgendwas ändern eigentlich? Und in der Zeitung stand mal dran, das Urkilogramm leidet unter Schwindsucht. Denn man hat sich eigentlich geeinigt für wahrscheinlich das Urkilogramm, was eigentlich das wirklich das Referenzkilogramm sein sollte, das wurde leichter, weil die Schmelze etwas anders war und mehr Gas ausdiffundierte aus der Schmelze. So dass die Tendenz aus diesem Bild, können Sie sehen, fast alle Kopien wurden schwerer relativ gegenüber dem Urkilogramm. Und das ist natürlich eigentlich sehr unbefriedigend, dass wir etwas haben, was nicht stabil ist. Und eine mögliche Neufestlegung, es gibt verschiedene jetzt, des Kilogramms durch ein elektronisches Kilogramm. Und zwar, hier habe ich ein Bild, ein elektronisches Kilogramm. Das ist eine, früher hieß es Wattwaage, heute heißt es Kibbelwaage. Das ist eine Waage. Auf der einen Seite, auf der rechten Seite haben Sie das Kilogramm. Und auf der anderen Seite kompensieren sie die Kraft des Kilogramms gegenüber einer elektrischen Kraft. Und bei der elektrischen Kraft spielen eben dieser Quantenhall-Effekt, der Joseneffekt, die entscheidende Rolle. Denn die elektrische Kraft ist wie ein Elektromotor. Es gibt einen Draht, wo ein Strom durchfließt, in einem Magnetfeld macht eine Kraft. Und alles kann man über diese elektrischen Quantengrößen kann man da eineichen. Und das, wenn man das macht, dann stellt man im Endeffekt raus, dass es eine 1-zu-1-Beziehung zwischen der Masse und der Planck-Konstanten gibt. Als ich als Student zum ersten Mal von diesem Experiment gehört habe, ich hatte natürlich keinerlei Ahnung von Geodäsie oder sowas, sagte, das ist unmöglich, denn eigentlich die Masse, wenn ich dann die Kraft dann bestimme, muss ich das Erdanziehung wissen. Und wir wissen, bei Ebbe und Flut ändert die sich von Position, das ist ein hoffnungsloses Unterfangen, sowas zu machen. Aber wir haben gerade eben gehört, Sie können das heute an 8, 9 Stellen messen. Überall am Ort, wo Sie ein Experiment machen, können Sie dieses kleine g, die Gravitationskonstante, sehr genau bestimmen. Das ist nicht der limitierende Faktor bei diesem Experiment, wo ich immer früher dachte, das wird so schwierig sein, das wird nie in dieser Weise realisiert. Heute sind die Schwachpunkte sind bei dieser Messung, ursprünglich hat man aus dem Kilogramm die Planck-Konstante bestimmt, und jetzt hat man die Idee, jetzt drehen wir den Spieß um. Wir machen die Planck-Konstante, geben wir einen festen Wert, und jeder kann sich zum Gerät aufbauen und dann ein Kilogramm sich erzeugen. Also man hat den Weg umgedreht, so wie man das schon mit der Lichtgeschwindigkeit gemacht hat. Die Lichtgeschwindigkeit ist auch eine Fundamentalkonstante, bloß man konnte die nicht messen genau, weil man das Meter nicht genau hatte. Und so hat man schon 1983 die Lichtgeschwindigkeit festgelegt
und gesagt, ein Meter ist das, wo Licht oder elektromagnetische Strahlung in einer gewissen Zeit langläuft. Und die Zeit war über Atomuhren auch schon lange etabliert. Also man hatte schon die Idee, Naturkonstanten sind etwas Besseres als irgendwelche anderen Prototypen. Nun, ist natürlich relativ kompliziert. Ich habe hier ein Bild von Amerikanern, so eine Nistwaage, um das einzueichen. Da ist nicht nur eine Waage, sondern es bewegt sich auch was. Es ist das sogenannte Induktionsgesetz verwendet, um die ganzen elektrischen Messungen noch zu eichen. Es gibt ungefähr 25 solcher Waagen in der ganzen Welt, die eben unabhängig das Kilogramm auf die Art und Weise realisieren kann. Es war natürlich die Frage, H ist die Planck-Konstante, ist Quantentheorie. Wird das akzeptiert? Oh, gibt es nachher Proteste? Ich will mein Kilogramm zurück. Ich will nicht die Planck-Konstante haben. Und es, in der Community wurden sehr, sehr viele Öffentlichkeitsarbeit betrieben, um zu zeigen, dass das eine bessere Lösung ist. Und in der Öffentlichkeit, EMC-Quadrat, auch wenn man nicht weiß, was es ist, EMC-Quadrat kennt jeder, der Einstein-Beziehung. Dann brauchen wir nur noch Planck, E gleich H mal Nü und dann den Dreisatz anwenden. Und dann sieht man sofort, oh ja, zwischen M und H gibt es eine Beziehung. Also auf diese Weise kann man also auch in der Öffentlichkeit sagen, es gibt eine Rückführung der Masse zu der Planck-Konstanten. Man muss natürlich nur ein interessantes Experiment finden. Es gibt heutzutage verschiedene Experimente, die diese Beziehung zwischen Kilogramm und der Planck-Konstante herstellen können. Eine habe ich Ihnen gezeigt. Es gibt noch eine andere, wo man auf Atommassen zurückgeht und die dann aufbaut zu einem Kilogramm. Nun, wer entscheidet über die beste Festlegung der Basiseinheiten? Das ist die Generalkonferenz für Maße und Gewichte, etwa 100 Länder, die sich seit 1889 jetzt jede 4 bis 6 Jahre in Paris oder in der Nähe von Paris treffen. Und ein neues Einheitensystem wurde im November 2018 durch die 26. Generalkonferenz beschlossen. Wenn Sie vor Versailles stehen und dann auf der linken Seite gibt es dann ein Kongresszentrum und das war wirklich eine historische Konferenz mit stehendem Applaus. Hier haben wir auch einen österreichischen Vertreter, ja, ganz, ganz links. Alle Länder waren da vertreten, die abstimmen müssen, wollen wir jetzt unser Einheitensystem ändern und etwas stabilere Einheiten, Basiseinheiten haben, die auf Naturkonstanten beruhen. Sogar Ungarn hat ja gesagt, das ist ein guter Einfluss von den Österreichern, oder auch die Türkei, normalerweise möchten die ja gerne etwas mehr Geld haben, wenn sie ein Veto haben. Alle haben ja gesagt, die Chinesen, die Amerikaner, die Russen. Es war die einzige internationale Konferenz, wo alle Länder mit ja gestimmt haben. Und das wird nicht so schnell wieder passieren. Also das ist wirklich ein Ergebnis der Wissenschaft, dass wir in der Lage waren, alle Länder zu überzeugen, dass wir eine bessere Basis haben, wenn wir ein solches neues Einheitensystem haben. In der New York Times gab es auch ein Bild, da steht dran, Vertreter aus 98 Ländern stimmten einstimmig dafür, 4 grundlegende Maßeinheiten neu zu definieren. Das Kilogramm, das Mol, das Kelvin, das Ampere. Unter ihnen war Klaus von Klitzing, ich habe das auch gefunden. Ja, der vor der Reihe beim Fotografieren, vielleicht soll ich auch mal ein Bild machen hier von dem wunderschönen Sophiensee. Es ist eine Stimmung, die ich noch nie erlebt habe bei einer Konferenz, wo alle Teilnehmer applaudierten über ihre eigene Entscheidung, dass sie einstimmig bestimmt haben für ein neues internationales Einheitensystem. Und das Kilogramm musste eigentlich herhalten, weil das am bekanntesten ist, um in der Öffentlichkeit Reklame für dieses neue Einheitensystem zu machen. Nun, damit sie auch noch was lernen, jetzt müssen wir aufpassen, das ist ein Bild, was noch einen Inhalt hat. Die neuen Einheiten der Basiseinheiten. Die neuen Festlegungen, ich habe Ihnen schon verraten, das Kilogramm ist nicht mehr das, was in Paris dieser Metallklotz ist. Das ist nicht mehr die offizielle Definition des Kilogramms. Kilogramm ist ersetzt durch einen festen Wert, das war der beste Wert, den man zu dieser Zeit hatte für die Planck-Konstante, der ist jetzt festgelegt, der wird sich nie wieder ändern in der Zukunft. Der ist festgelegt, das Kilogramm muss sich danach richten, dass es diese Bedingung, die Planck-Konstante erfüllt. Dasselbe ist für die Temperatur. Die meisten haben doch in Erinnerung, Kelvin hat etwas mit dem Schmelzen des Eises zu tun, 0 Grad oder in der Nähe von 0 Grad. Das ist auch nicht mehr unsere Definition der Temperaturskala. Die Boltzmann-Konstante spielt eine Rolle. Die Stromstärke war früher Kraft zwischen 2 elektrischen Drähten. Heutzutage ist die Elementarladung festgelegt. Das sind alles Naturkonstanten
Und das Mol, die Stoffmenge, ist ersetzt worden. Nicht, früher hatten wir noch gelernt, 12 Gramm Kohlenstoff oder sowas. Das ist die Definition für eine Stoffmenge. Nein, die Avogadro-Konstante ist festgelegt. Also die Ziffern, die da unten stehen, die werden sich nie in der Zukunft ändern. Die sind festgelegt, weil Naturkonstanten das Stabilste ist, was wir haben. Und alle Messsysteme müssen sich nach diesen Naturkonstanten richten. Ich habe hier nicht die Geschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit, die hätte ich noch addieren sollen, weil die hier nicht neu eingeführt wurde. Die wurde schon 1983 wurde festgelegt. Das heißt, also diese Naturkonstanten bilden die Basiseinheit für alle genauen Messen überall in der Welt. Und hier einige, die in den Messmitteln haben sich das eintätowiert, damit sie wissen, wie sie ihr Kilogramm eichen sollen. Atuleton, Atulepüppel. Und das ist das neue SAI-System. Normalerweise motiviere ich die Studenten, die kriegen so eine Karte, wenn sie eine Frage stellen, aber wir haben keine Fragen anschließend, also kriegen keine solche Karte, wo eben nochmal festgelegt ist, wie diese Konstanten festgelegt wurden. Und sehe da, die Planck-Konstante und die Elementarladung ist festgelegt und damit automatisch diese Josephson-Konstante von Plissken-Konstante ist genauso festgelegt, bloß die muss man dann ausrechnen auf der Basis dieser Ziffern. Und wir haben also diese Josephson-Konstante und die von Plissken-Konstante. Und das ist nun das offizielle Logo. Und da haben wir nicht zu viel ändern wollten in unserem System, dass es in der Öffentlichkeit auch noch akzeptiert ist, hat man außen den Ring von den etablierten Basiseinheiten und die Zuordnung zu der entsprechenden Fundamentalkonstante. Der innere Kreis ist die entsprechende Fundamentalkonstante, der äußere Kreis ist das alte System. In der Zukunft wird man höchstwahrscheinlich nicht mehr von diesem alten System reden, da wird man einfach nur noch diese Naturkonstanten, die Werte als Basis nehmen und jeder, der ein intelligentes Experiment hat, um von diesen Werten zu einer sinnvollen Messgröße zu kommen, hat eine primäre Realisierung von einer Messgröße. Nun, beim offiziellen Kilogramm, wir hatten gesehen, die Schwindsucht war vermutet worden, seit dem 20.05.2019 haben wir eben ein besseres Kilogramm, denn die Planck-Konstante ist die Basis. Voraussetzung ist, dass wir die Naturkonstanten, dass sie wirklich konstant sind. Das ist ein ganz interessantes, fundamentales physikalisches Fragestellung. Bloß wir wissen mit diesen genauen Uhren, mit verschiedenen anderen Experimenten, dass mit 19 Stellen alle Naturkonstanten pro Jahr stabil sind. Also das ist für die Meteorologie vollkommen unwichtig, ob da eventuell nachher die Ausdehnung des Universums oder irgendwas noch eine Korrektur bringt. Für die Praxis haben wir etwas, was absolut stabil ist auf unserer Erde, nun diese Naturkonstanten. Also Entwicklung der Masseeinheiten lokal von Körnern oder von Prototypen. Global hatten wir dann die Idee des Wasser und jetzt haben wir die Planck-Konstante, die überall im Universum dieselbe ist. Also auch die Marsmenschen, die können sich jetzt ein Kilogramm herstellen aufgrund dieser Definition. Zusammenfassung, mit den neuen Einheiten auf der Basis von Naturkonstanten gibt es wenigstens etwas in unserer Welt, was stabil ist. Vielen Dank. Professor Dr. Klaus von Klitzing, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns auf diese wunderbare Reise mitgenommen haben. Und ja, wenn ich irgendwann zu dieser Million komme, jetzt muss ich alles neu überdenken.